Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 104. Videolehrgang Extrema mit Nebenbedingungen Teil 6. Einige dieser Videos über Extrema mit Nebenbedingungen, über diese Aufgaben habe ich ja schon ins Netz gestellt. Hier sind die anderen Aufgaben, die anderen Videos, die ich schon mal reingestellt habe. Vielleicht interessiert sich der eine oder andere dafür noch. So, es geht weiter, muss ich mich mal eben orientieren. Die Kopie ist jetzt nicht so schön geworden, aber müssen wir jetzt alle mal durch. Und zwar ein drittes Beispiel, und zwar geht es immer noch um die 3D-Aufgaben, also Pyramide, Zylinder und so weiter. Ich lese das mal vor. Ein Luftfilter hat die Form eines Zylinders mit aufgesetzten Kegel. Die Höhe des Zylinders soll 2 cm sein und die Mantellinie des Kegels betrage Wurzel 5 cm. Frage: Wie müssen der Radius des Zylinders und die Höhe des Kegels gewählt werden, damit das Volumen des Filters maximal ist? Da stehen jetzt ganz viele Informationen drin. Umso sinnvoller ist es, wenn man einmal damit anfängt. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Bei Raumaufgaben ist es einmal. Bei Geometrieaufgaben ist es einmal sinnvoll, wenn man sich so eine Skizze macht, und dann werde ich gleich doch mal bei Raumaufgaben eine Schnittzeichnung machen. Also, wir haben einen Zylinder hier mit aufgesetzten Kegel. Jetzt schauen wir uns mal in Ruhe an. Der Zylinder hat einen Radius, das ist dieses Ding hier unten, und der Zylinder hat eine Höhe, das ist dieses Ding hier. Die Zylinderhöhe ist 2 cm. Der Radius des Zylinders ist nicht bekannt. So, wenn man jetzt den Kegel hier, das soll natürlich schön symmetrisch sein, bitte entschuldigt meine kühne Zeichnung. Hier ist der Radius des Kegels, und jetzt sehen wir sofort, der Radius des Kegels und der Radius des Zylinders stimmen bei dieser Figur offenbar überein. Dann haben wir die Höhe des Kegels, die kennen wir nicht, die soll nämlich bestimmt werden. Und dann haben wir die Mantellinie des Kegels. Mantellinie des Kegels ist also dieser seitliche Strich hier, ist Wurzel 5. Ja, zu 1. Ich hatte das Schema ja ganz am Anfang genannt. Man schreibt erstmal auf, was maximal werden soll, und zwar das Volumen des gesamten Filters. Das ist das hier. Dieser Filter setzt sich einmal von seinem Volumen her zusammen, einmal aus dem Zylinder. Plus Volumen, also Volumen des Zylinders plus Volumen des Kegels. Volumen des Zylinders ist Grundfläche mal Höhe. Grundfläche Pi r Quadrat Zylinder mal Höhe des Zylinders. Plus, jetzt kommt der Kegel. Volumen des Kegels ist ein Drittel, weil das Teil oben spitz zuläuft. Ein Drittel Grundfläche mal Höhe, also ein Drittel Pi r Kegel Quadrat mal Höhe des Kegels. So, bevor man jetzt hier großartig drüber philosophiert, schauen wir uns erstmal an, was wir da einsetzen können. Die Höhe des Zylinders ist 2, das habe ich hier eingesetzt. Das ist aber ein Minuszeichen. Muss ich mal eben weiterblättern. Das muss ich gleich im Kopf haben. Ach nee, das ist ja ein Plus. Das habe ich, entschuldigt, da habe ich die, das ist hier ein Pluszeichen. Da habe ich jetzt gerade dieses blöde, diesen blöden Rahmen dazu gemacht. Ich mache das mal zurück. Ja, pardon. Bin ich jetzt aber böse stutzig geworden. So, daran merkt ihr, dass ich keinen vorbereiteten Text ablese, sondern hier online in das Mikrofon spreche. Also Plus natürlich. Höhe des Zylinders ist 2, dann haben wir ein Drittel Radius des Kegels, ist identisch mit dem Radius des Zylinders, habe ich hier eingesetzt, und die Höhe des Kegels ist unbekannt, das habe ich jetzt eingesetzt, und jetzt sieht man, dass es also eine Funktion von zwei Veränderlichen, nämlich Radius Zylinder und
Höhe des Kegels, genau. Hier Radius des Zylinders, hier auch Radius des Zylinders und Höhe des Kegels. Man hätte hier auch Radius des Kegels setzen können, aber das ist ja egal. So, das haben wir. Das nächste ist, die Nebenbedingungen zu suchen. Bei der Suche auf Nebenbedingungen kann ich immer wieder nur sagen, gerade bei Raumfiguren ist es ganz wichtig, dass man sich eine Schnittzeichnung macht. Wir haben zwei Unbekannte, also brauchen wir eine Nebenbedingungsgleichung. Auch das ist ganz wichtig, man braucht immer eine Gleichung und man braucht niemals eine Ungleichung oder einen Term, man muss immer eine Gleichung haben. So, die Schnittzeichnung sieht so aus, damit die Notation jetzt meiner Rechnung nicht zu wild wird, habe ich Radius des Kegels gleich Radius Zylinders gleich ein R gesetzt, weil wir ja nur einen Radius haben. Das ist ja abgeklärt worden. Und da es hier nur um eine Höhe geht, habe ich die Höhe des Kegels mit H gleich gesetzt. Dann brauche ich da nicht immer so einen Index dran zu schreiben. Eine mögliche Nebenbedingung bei diesen Raumaufgaben ist natürlich immer Pythagoras. Das springt hier auch unmittelbar ins Bild. Ihr seht hier, wenn ich hier die Höhe des Kegels nehme, also h², dann nehme ich hier den Radius plus r² gleich Wurzel 5 Quadrat und dann habe ich eine Beziehung zwischen den zwei Größen, die in dieser Funktionsgleichung oder in dieser Zielfunktion umherspielen. So, jetzt habe ich das nochmal aufgeschrieben, damit wir uns da zurechtfinden. Also das hier ist die Nebenbedingungsgleichung. Das ist hier die Zielfunktion. Wenn man sich das jetzt einmal anschaut, hat man natürlich hier bei der Nebenbedingung zwei Möglichkeiten. Man kann das einmal nach h hin auflösen und man kann das nach r hin auflösen. Wenn ihr euch jetzt diese Gleichung anschaut, dann seht ihr, dass r² vorkommt, aber ein h nur. Das würde bedeuten, dass ich hier sofort r² gleich 5 minus h² einsetzen kann. Das ist viel einfacher, als wenn ich das hier nach h auflöse. Dann kriege ich nämlich eine wilde Wurzel und dann muss ich hier die Wurzel einsetzen. Das ist nicht so schön. Also, wir machen mit dieser Begründung, lösen wir diese Gleichung nach r² hin auf. Das habe ich hier gemacht, r² gleich 5 minus h² und das setzen wir sofort in diese Formel ein. Schauen wir uns das mal an. 2pi mal das eingesetzte 5 minus h² plus 1 Drittel pi mal das eingesetzte 5 minus h² und dann dürfen wir natürlich da hinten das mal h nicht vergessen. Wenn man das jetzt auflöst, kriegt man 10pi minus 2πh² plus 5 Drittel πh, also 1 Drittel mal Pi mal 5, minus 1 Drittel Pi mal h² mal h gibt minus 1 Drittel πh hoch 3. Das habe ich jetzt einmal geordnet, da ja h die Variable ist. Wir haben hier erst 10pi, dann haben wir 5 Drittel πh, minus 2πh² minus 1 Drittel πh hoch 3. Und ihr seht, das ist eine wunderbare Funktionsgleichung, Polynom dritten Grades, super toll einfach zu differenzieren. Das dürfte keine Schwierigkeit geben. So, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig übertragen. Wenn Fehler drin sind, bitte posten. Kann sein, ich habe es zwar dreimal nachgerechnet und gucke jetzt auch nochmal konzentriert, aber kann natürlich immer noch sein. Ich klicke jetzt einmal hin und her, um zu gucken, ob ich richtig abgeschrieben habe. 10pi plus 5 Drittel πh haben wir. Dann haben wir minus 2πh² haben wir und minus 1 Drittel πh hoch 3. Das stimmt. Wenn ich differenziere, fallen die 10pi weg. 5 Drittel πh nach h abgeleitet gibt 5 Drittel pi minus 4πh, klar. Und minus 1 Drittel mal 3 gibt minus 1 pi h². Das ist die erste Ableitung. Und die zweite Ableitung, 5 Drittel pi fällt weg, minus 4 pi minus 2 pi h. Und jetzt sieht man schön, die zweite Ableitung ist auf jeden Fall kleiner 0. Das heißt, alle Lösungen, erste Ableitung gleich 0, müssen
automatisch maximal sein, denn das h ist ja eine messbare Größe und liefert also auch immer einen positiven Ausdruck. Hier also ist minus 2 pi h negativ und minus 4 pi auch nochmal. So, schauen wir uns mal an. V' von h gleich 0 bedeutet 5 Drittel pi minus 4 pi h minus pi h Quadrat gleich 0. Das dividiere ich durch minus pi und erhalte eine wunderschöne quadratische Gleichung. Da kann man sich nicht drüber beschweren. So, h1, h2 ist minus 2 plus minus Wurzel 4 mal plus 5 Drittel. Das stimmt jetzt, glaube ich, auch. Minus 2 plus Wurzel 17 Drittel. Und die zweite minus 2 minus Wurzel 17 Drittel, das ist kleiner 0, scheidet also aus, weil wir ja eine messbare Größe haben. Das mache ich also mal so. So, also haben wir das h. Minus 2 plus Wurzel 17 Drittel ist etwa 0,38. Und aus r Quadrat minus gleich minus 5 gleich 5 minus h Quadrat kriegt man r gleich Wurzel aus 5 minus h Quadrat. Ja, kann man im Prinzip dann einsetzen. Ist das in Ordnung? Ja. Viertes Beispiel, schaffen wir noch die berühmte Rinne. Und zwar, der weiße Fleck soll euch nicht stören. Eine 2 Meter lange Rinne besteht aus drei Platten. Rechte Seiteneinfassung, linke Seiteneinfassung und Boden. Wie müssen B und H, B ist die Breite, H ist die Höhe, gewählt werden, damit der Materialverbrauch bei einer Querschnittsfläche der Rinne von 250 Quadratzentimeter möglichst gering ist. Wir schauen uns das einmal an. Erste Frage, was soll maximal sein? Der Materialverbrauch M besteht natürlich aus der Seitenfläche, also hier 2, sind Rechtecke, 2 mal h und das 2 mal linke und rechte Seitenfläche, das ist das hier, plus Länge 2 mal b ist der Boden. Die Sache ist in Quadratmetern. So. Also haben wir hier eine Zielfunktion von zwei Variablen, nämlich m von b und h. Da wir zwei Variablen haben, brauchen wir eine Nebenbedingungsgleichung. Und wenn ihr seht, hier handelt es sich um eine Aufgabe Typ Variable, nee, Zahlangabe im Text, das habe ich ja schon in den vorhergehenden Videos besprochen. Achtung, 250 Quadratzentimeter. Ganz wichtig. So, b mal h. Achso, die Durchschnittsgrundfläche ist natürlich hier dieses gedachte Rechteck, Maße b mal h. Also b mal h sind 250 Quadratzentimeter, böse Falle, habe ich umgewandelt in Quadratmetern. 1, 2, 3, 4 mit einer 0 davor, genau, müsste stimmen. B mal h gleich 0,025 Quadratmeter, also b ist, h, b ist gleich 0,025 durch h als Nebenbedingung schon aufgelöst. Das habe ich in die Zielfunktion eingesetzt. B, jetzt muss ich nur mal gucken, ob ich auch richtig eingesetzt habe. 0,025 durch h. 0,025 durch h mal 2, das stimmt. Also habe ich 4h plus 0,05 durch h und eine Funktionsgleichung von einer Unbekannten, die, was hatten wir gesagt, minimal werden soll. Also, erste Ableitung. 4 minus 0,05 durch h Quadrat, das ist ja hier 0,05 mal h hoch minus 1. Zweite Ableitung, 4 fällt weg, minus mal minus 2, also 0,05 mal h hoch minus 2, minus mal minus 2 gibt plus 2, 0,05 durch h hoch 3. Ihr seht, das ist immer größer 0. Bei positivem h ist ja eine messbare Größe, also liegt auch immer ein Minimum vor, wenn ich das herausbekomme. Schauen wir mal weiter. Erste Ableitung gleich 0 gesetzt, ergibt 4 minus 0,05 durch h Quadrat gleich 0, 0,05 durch h Quadrat gleich 4 mal h Quadrat, 4h Quadrat gleich 0,05 geteilt durch 4, h Quadrat gleich 0,05 durch 4 gleich 0,0125. H ist also plus Wurzel aus 0,0125, etwa 0,118 Meter.
Ja, und damit ergibt sich B gleich 0,025 durch 0,118, etwa 0,2236 Meter. Das war's. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann empfehlt ihr mich bitte weiter. Wenn es euch keinen Spaß gemacht hat, bedanke ich mich, dass ihr so lange durchgehalten habt, und dann verschweigt ihr aber, dass es mich gibt. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.